In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen. Bei uns geht es jetzt um die Arthroskopie, kennt man auch als Schlüssellochtechnik. Da sind dann für eine OP keine großen Schnitte mehr nötig. Die Technik schreitet da auch immer weiter voran und es ist immer mehr möglich. Wo man sie einsetzen kann, das erfahren wir jetzt von den Fuß- und Sprunggelenkschirurgen der Hessing-Park-Klinik, Dr. Manfred Thomas und Dr. Martin Jordan. Hallo, grüß Sie. Hallo, guten Tag. Also, Arthroskopie. Wir haben ja eins liegen, Schlüssellochtechnik, das heißt, man musste früher bei einer OP immer alles aufmachen, das muss man jetzt nicht mehr. Ja, die Arthroskopie erlaubt, dass wir durch ein Videosystem und ein Kamerasystem ins Gelenk hineingucken und uns das Gelenk komplett anschauen können, sogar noch fast genauer als herkömmlich offen. Und für kleinere Operationen oder bestimmte Operationstechniken ist das ein großer Vorteil, weil es natürlich kleinere Narben gibt. Hm. Hat man schon oft gehört. Wie lange gibt es denn diese Technik überhaupt? Also wann hat man angefangen, so arthroskopisch zu geschichtlich jetzt historisch? Das war im letzten Jahrhundert, ja? Und da in den 70er Jahren. In den 70er Jahren, ja. Hm. Ja. Hat sich dann aber immer weiter fortentwickelt, ja, oder? Ja, es hat wie bei vielen Prozessen ein langsamer Beginn, aber hat sich sehr durchgesetzt in vielen Bereichen der Orthopädie. War das anfangs dann irgendwie nur Hüfte, Knie, also so die größeren Sachen? Knie, oder? Ja, Knie. Und mittlerweile wird es ja sogar in der Finger, also bei den Fingern, in der Handchirurgie eingesetzt. Dann sind das so Mikro. Ja, so ein Nanoskop nennen die sich. Ja. Also es ist wirklich ganz klein, da kann man in die kleinsten Gelenke hineingucken. Und das ist sicher noch kein Ende. Also das wird sicher noch deutlich weiterentwickelt werden. Also was sich noch weiterentwickelt, gibt es ja auch nicht so viele Bereiche in der Medizin eigentlich. Bei den meisten denkt man ja, da ist man jetzt schon fast da, wo es jetzt kein Weiter mehr gibt. Ne? Ja. Hier ist ein Arthroskop, also das sind so verschiedene Geräte. Das wird in den Körper reingesteckt, das hier, ne? Diese zwei Nadeln. Und dann kann man da arbeiten. Das bedeutet ja aber eigentlich auch, und dann kann man arbeiten. Also das sieht jetzt so aus, quasi wie beim Stierkampf, ja. So ungefähr. Ja. Aber vielleicht kann man es auch sich hier mal vorstellen, an diesem Fuß. Fuß, die Kamera fährt näher ran. Genau. Und dann hat man quasi einen Zugang hier und der zweite ist schräg gegenüber. Genau. So hat man diese beiden Zugänge und man hält das Arthroskop mit der einen Hand und mit der anderen Hand quasi das Instrument, mit dem man dann im Gelenk arbeitet. Und das hier ist die Kamera. Ich habe da gerade mal durchgeguckt. Wenn man da durchguckt, sieht das aus, als wenn man das Fernglas falsch rumhält. Ne? Das ist alles ganz weit weg. So, ich kann da, also so ein Weitwinkel ist das. Ja. Ne? Da ist aber eine Kamera drauf geklippt. Das heißt, wir sehen es dann doch wieder ganz groß. Ah ja, okay. Ja. Also wir können es übertragen auf einen großen Bildschirm sozusagen. Und ist da auch ein Bildschirm, also Quatsch, eine Lampe irgendwie vorne dran? Ja. Das ist hier drin alles, oder? Das ist auf diesem Stück wird die aufgesetzt. Also da geht man mit Licht und Kamera geht man rein und das hier dann... Über dieses wir nennen das Portal, wird dann quasi das Ding eingeführt. Da hat es links und rechts zwei Adapter, auf einem ist die Saugung, da können wir also die Flüssigkeit raussaugen. Und hier ist die Zufuhr, da geht dann Flüssigkeit ins Gelenk hinein. Zum Spülen, damit das Gelenk groß offen ist und man eben besser arbeiten kann und gucken kann. Ja. Also wenn man sich das anguckt, das sieht aus wie eine sehr große, unangenehme Spritze. Aber macht natürlich auch nur ganz kleine Löcher in die Haut eigentlich. Ja. Das heißt, das, wo man früher alles aufmachen musste, das hatte ja auch ein Risiko. Das heißt, Infektionsrisiko, das musste länger heilen. Wie viel schneller ist man denn mit dieser OP-Technik dann wieder fit, wenn man mit dem Fuß was gemacht hat? Das muss nicht unbedingt schneller sein als bei der offenen Technik. Wenn wir ganz kleine Schnitte verwenden können und das eine spezielle Indikation da ist, dann kann das schon über einige Wochen schneller sein. Aber das gilt nicht pauschal für alle Eingriffe. Mhm. Ja. Wie man auch sagen muss, es ist eine tolle Technik, aber es ersetzt uns nicht alle Operationen, die offen waren. Das ist ein gutes Tool in unserer Werkzeugbox, aber es heißt trotzdem nicht, dass man nicht manchmal noch etwas aufschneiden muss. Manchmal kann man es auch ergänzen, dass es wir ein Stückchen offen machen und ein Stückchen einfach mit dem Arthroskop machen können. Mhm.
Ist erlaubt. Also noch nicht überall einsetzbar, das ist jetzt noch. Nein, noch nicht überall einsetzbar und oft auch ergänzend. Also es ist wie ein Werkzeug in der Handwerksbox, die man nutzen kann. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Sie haben uns Bilder mitgebracht, schauen wir das gleich rein. Patient kommt zu Ihnen. Es wird entschieden, okay, wir machen jetzt das arthroskopisch und dann liegt da schon ein Bein und Sie haben da was angezeigt. Ja, wir sehen doch gleich, wie es dann fertig aussieht, aber sind das jetzt diese beiden Stellen, wo Sie dann was einführen? So ist es jetzt quasi ein Fuß, den man von hinten betrachtet für eine Gelenkspiegelung des oberen Sprunggelenkes von hinten und diese kleinen Markierungen sind genau da, wo dann wie so ein kleiner Ritz in der Haut ist und da geht man dann mit den Instrumenten durch. Das heißt, beim Skalpell wird aber vorher aufgemacht. Nur die Haut angeritzt, ganz oberflächlich. Und dann kann man damit durchpoppen am Bein und kommt dann dahin. Wird das irgendwie zusätzlich noch kontrolliert mit einem Ultraschall oder Röntgen oder so, dass man auch an die richtige Stelle kommt? Kann man. Also häufig ist es so, dass es wirklich so gut palpabel ist. Wir haben bestimmte. Palpabel heißt so anfassbar. Ne? Genau. So und wir haben bestimmte Marker, so wie den Innenknöchel und den Außenknöchel. Wenn das alles gut tastbar ist, dann kann man sehr gut eigentlich die Stelle markieren, wo man weiß, hier ist anatomisch genau die Eintrittspforte. Aber wenn es sehr geschwollen ist oder schwerer verletzt, dann nehmen wir natürlich auch das Röntgengerät dazu und orientieren uns zusätzlich mit dem Röntgen, dass wir genau richtig sind. Passiert auch alles im OP-Saal, aber nicht unter Vollnarkose wahrscheinlich, oder muss nicht? Das ist optional, muss nicht sein. Ja. Schauen wir uns das nächste Bild mal an, da sehen wir jetzt, also während der OP, das ist das, was Sie sehen. Ne? Mhm. Da stecken jetzt diese Instrumente drin, da arbeiten Sie gerade. Mhm. Da ganz rechts kann man auch dieses, ist das das hier? Ist das, wo Sie das, hier rein, das, ist ein Tast, das ist ein Tasthaken, aber der ist ungefähr so groß, wie dieses Teil, das wir reingesteckt haben. Mhm. Oder Tasthaken ist halb so dick wie dieses Teil. Also das, und das, da gehen Sie dann damit rein und können dann... Man sieht die Haken heißt. Ja, man sieht die Vergrößerung und man sieht einfach auch, wie groß wir das Ganze sehen und wie genau wir das Ganze darstellen können. Haken heißt hier nur, der ist etwas gebogen und mit dem kann man sehr, der ist rund und weich. Also man kann da sehr gut tasten und Veränderungen feststellen. Und das ist jetzt eine Knorpelglättung, nehme ich mal an. Oder? Ja, in dem Fall zeigt es einfach einen intakten Knorpel. Das ist der von der Sprunggelenksrolle, also vom Sprunggelenk selber. Und hier oben wäre der Teil, der dann der Unterschenkelknochen ist. Und hier haben wir Ihnen ein Bild mitgebracht von einem großen Knorpelschaden. Also man sieht hier den freiliegenden Knochen. Und das da hinten ist so aufgewaltet. Das ist der Knorpel, wo er dann wieder intakt ist. Aber es zeigt einen großen Defekt. Und dieses Bild hier auf der linken Seite zeigt, wenn man das sehen kann, so wie so eine Art Linie in der Mitte, aber der Knorpel schaut sehr schön durchgehend aus. Und hier war in dem hinteren Teil war ein ähnlich großer Defekt wie hier, der jetzt wieder mit einem guten Knorpel, der nicht genau der Originalknorpel ist, aber der doch sehr gut ist, ein Faserknorpel nennen wir den, gut bedeckt ist und der auch wieder gut funktionieren kann. Ja. Und Sie haben ja vorhin gesagt, Sie pumpen da Flüssigkeit rein, sonst könnte man da sogar nicht reinschauen, das wäre ja alles ganz nah aufeinander. Ne? Und Sie sagten gerade, der Unterschenkel kommt aufs Sprunggelenk, das ist ja auch, da ist ja kein Platz mehr. Wird das noch irgendwie auseinandergezogen und dann noch Flüssigkeit rein, damit man in den Spalt reinkommt oder wie funktioniert das? Man kann auch eine sogenannte Extension machen, das heißt, man kann es etwas auseinanderziehen. Nicht ganz, man hat der Chirurg hat so einen Bauchgurt und zieht es dann mit sich, also mit seinem eigenen Gewicht ein bisschen auseinander. Aber in der Regel braucht man das gar nicht. Das geht auch so ganz gut. Und dann kann man auch wenn Sie da abrasieren und so weiter, den Knorpel glätten, da sind ja dann, kommen ja Stückchen ab. Also die saugen wir dann raus über diese beiden Zugänge. Kann man auf einer Seite saugen und dann kann man die alle entfernen. Genau, und bei so einer Knorpelglättung ist es dann damit auch geschehen. Ne? Also das ist dann das kontrollieren wir ja auch. Wir schauen ja dann auch, ob aus dem Knochen Blut herauskommt. Also es ist ja wichtig, dass Blut herauskommt, weil diese Blutzellen, die sind essentiell, damit sich der Ersatzknorpel bilden kann. Das kann man dann kontrollieren. Also Knorpeltherapie, wunderbares Einsatzgebiet für die Arthroskopie. Wir schauen jetzt auch mal, man kann auch größere Operationen durchführen. Da können wir aufs nächste Bild schauen. Das ist, wo sich die Indikationen jetzt deutlich weiter stellen in den letzten Jahren. Und nur hier, das schaut hier sehr nach großer Operation aus. Es ist jetzt eine Versteifung des unteren Sprunggelenkes, nachdem das eine ausgeprägte Arthrose hatte. Und die zwei Schrauben sind hier drin, die das festhalten. Aber man musste eben früher, und das gilt aber auch für manche OP-Typen heute noch, etwas aufmachen und da Knochen reintun und das Ganze anfrischen. Und dieses Bild vom Anfang, wo nur die zwei Markierungen waren, das war auch dieser Patient. Das heißt, im Endeffekt hat er nur zwei kleine Löchelchen
die sehr schön zuheilen wieder. Und diese große OP kann eben auch über diesen arthroskopischen Zugang erfolgen. Mhm. Und das ist eine Versteifung dann, oder? Das ist jetzt eine Versteifung des unteren Sprunggelenkes. Mhm. Wo kann man es denn nicht einsetzen? Also Bänder und Sehnen zum Beispiel. Kann man es bei Bänder und Sehnen einsetzen? Da muss man, zum Teil. Also bei Sehnen kann man eine sogenannte Tenoskopie machen. Also das ist quasi das gleiche wie eine Arthroskopie. Da kann man also auch mit dem Endoskop entlang der Sehne gucken, wo ist sie eingerissen oder wo ist sie vernarbt oder verwachsen. Und dann kann man Verwachsungen lösen. Die Naht der Sehne ist jetzt endoskopisch relativ schwierig, weil das wahnsinnig eng ist. Mhm. Zumindest heute noch schwierig. Mhm. Auch das wird vielleicht in der Zukunft möglich sein, aber um Narben zu lösen oder die Sehnen anzugucken, kann man es auch verwenden. Und für die Bänder verwenden wir es zum Teil auch. Obwohl, das stimmt. Also das heißt ja Arthroskopie und Arthros ist das Gelenk. Genau, ich ja schon gelernt. Gelenkspiegelung. Genau, Gelenkspiegelung. Und dann ist es eine Sehnenspiegelung. Das heißt, genau. Dann muss dann anders heißen. Genau. Das ist so. Aber es ist dasselbe Gerät wahrscheinlich, ja, oder? Ja, ja. Also das wird auch sehr klein. Also dann nimmt man diese kleinen Arthroskope, weil die großen sind natürlich viel zu mächtig. Diese Größe, die ist jetzt, also es gibt verschiedene Größen, ne? Das ist jetzt so eine Standardgröße für Sprunggelenk, oder? Genau, das ist typisch für Sprunggelenk. Noch kleiner wäre dann das Handgelenk, deutlich größer ist das Kniegelenk. Und wie viel größer ist denn Kniegelenk? Das ja, ist vor allem dicker. Also, man muss ja tiefer rein, ne? Man muss ja, ja, genau. Also wir sagen, hier ist es normalerweise 2,7 mm und Kniegelenk ist 4,5, also ist doppelt so dick. Jetzt haben wir eingangs gesagt, es gibt neue Möglichkeiten bei der Arthroskopie. Was hat sich da groß getan? Also was sind jetzt die großen Fortschritte, die man da gemacht hat, wo man es noch einsetzen kann? Das sind einfach die Indikationen, wo wir früher offen operieren mussten. Da gibt es eben einige neue Bereiche, die jetzt im Laufe der Jahre hinzugekommen sind, auch in den letzten Jahren noch vermehrt. Gerade das, was der Dr. Sommers angesprochen hat, was die Bänder angeht, aber eben auch so große Gelenke, die man angehen kann. Und das, was wir zuerst schon besprochen hatten mit den kleineren Gelenken in der Hand, das gilt natürlich auch für den Fuß, dass wir das Großzehengrundgelenk spiegeln können heute mit ganz kleinen Endoskopen, also in dieses Gelenk eben reinschauen können. Das sind die wesentlichen Neuerungen. Großzehengrundgelenk sind wir beim Hallux Valgus, oder? Ja. Zum Beispiel, ja. Oder Rigidus. Oder Rigidus, ja. Genau. Und den kann man damit auch behandeln? Kann man auch behandeln, aber auch da sind wir bei weitem noch nicht da, wo wir gerne hin möchten, dass wir eben alle Techniken dann wirklich endoskopisch machen kann. Jetzt gibt es ja immer so Ärztekongresse und sowas, wo einem neue Sachen vorgestellt werden und auch so ein Blick in die Zukunft. Was ist denn so da in Zukunft noch möglich? Also worum wird es gehen? Was ist da gerade so der Trend, wenn man das so sagen darf? Navigation, also mit Computer animierte Navigation, virtuelle Realität, dass Sie quasi über Googles gleichzeitig gegengeschaltet sind mit einem anderen Operateur oder mit einem erfahrenen Operateur. Sie haben quasi eine Brille auf. Und können dann über die Brille Ihnen angucken, was Sie machen, und gleichzeitig sind Sie gegengeschaltet mit einem woanders sitzenden Operateur, der Ihnen Tipps gibt oder der Ihnen sagt, halten Sie mal so, machen Sie das hier. So, also diese Dinge, die sind gerade schwer am Entstehen. Also VR-Brille wäre dann ja auch so 3D-Bild, oder? Dass genau, man also in genau. 3D das Knie sieht und genau. Das auch sieht, dass man in die Tiefe geht, ja, und ja. Nur links, rechts, ja, und ja. So weiter. Also Sie sind quasi, Sie haben auf der einen Seite die ganze 3D-Technik, auf der anderen Seite quasi die Verschaltung mit anderen Kollegen, die ganz woanders auf der Welt sitzen, denen Sie was zeigen können oder die bei Ihnen zugucken und Ihnen Tipps geben. Also diese Dinge, das wird viel, viel stärker kommen. Also zum Beispiel ist ja gerade jetzt mittlerweile schon in der Onkologie, ist es schon Standard, dass wenn man irgendwo einen Tumor findet, dass man sich den dann anguckt und dann schaltet man sich nach Eppendorf oder sonst wo hin. Ja, ja. Und lässt da einen Onkologen, der sich da mit diesem speziellen Tumor auskennt oder auch in der Uniklinik in Augsburg, dann nochmal beraten, was man da machen kann. Ja. Das dient auch bei uns der weiteren Spezialisierung. Und das eben auch in der Arthroskopie mit Navigation. Navigation heißt ja eigentlich nur, dass Sie wissen, wo Sie jetzt genau hin müssen. Ne? Also, dass Sie so eine Landkarte in 3D haben und das nicht mehr palpieren. Ja, das ist natürlich viel mehr standardisiert, hat dann auch wieder qualitätskontrollmäßig Vorteile. Also, das sind Dinge, die kommen ganz sicher. Und man kann dokumentieren wahrscheinlich, oder? Klar. Dass man nachträglich dann noch sagen kann, hier die OP, können wir uns nochmal anschauen, was wir gemacht haben. Das können Sie auch Befunde dazu holen in die Brille. Ja. Wenn Sie sagen, ich muss sich das Röntgenbild nochmal holen, dann holen Sie sich das dazu. Also es dann ist schon eine Weiterung. Dann schreibt man noch GPT dazu.
Bitte nicht. Sehr spannendes Thema. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.